Heute ein Aufgetischt aus dem Schwarzwald. Gut. Ja, hallo liebe Freunde des gepflegten Brettspiels und herzlich willkommen hier zu unserem aufgetischten, ersten Aufgetischt aus dem Schwarzwald im Jahre 2019. Ja, wir sind das erste Mal im Schwarzwald eigentlich, oder? Nein, das erste Mal in diesem Jahr. Das monotone Rauschen, das ihr im Hintergrund vernehmt, das ist die Kaffeemaschine zu unserer Seite und das Gelächter, was ihr im Hintergrund vielleicht hört, das sind unsere netten Mitspieler, die uns gerade hier den Freiraum geben, euch einen Aufgetischt zu präsentieren. Und das andere monotone Rauschen, was ihr nicht hört, das ist der Nonnenbach, der ist draußen. Ja, genau. Genau. Und jetzt habt ihr Rückschlüsse, um zu gucken, wo wir denn tatsächlich sind. Bildchen blende ich euch natürlich auch gerne ein. Aber wir wollen euch erzählen, was wir denn gespielt haben. Mhm. Haben wir was gespielt? Ja, eigentlich ziemlich wenig. Gestern war Anreisetag, deswegen dann doch ein bisschen weniger. Während wir aufs Essen gewartet haben eigentlich, haben Tom und ich einfach mal angefangen. Ja, ich habe noch Runde Corridor gespielt, ein Schwarz- und Weiß-Spiel, wie es sich so schön nennt. Ich mag es sehr, gerade wenn Leute auch auf so Schwarz- und Weiß-Spiele spielen, es ist in 2 Minuten maximal erklärt. Es dauert 5 Minuten eine Partie, je nachdem wie denklastig man spielt. Es ist total simpel, hat aber extrem viele Möglichkeiten. Das finde ich finde es toll. Ich habe das überall immer mit dabei und Und Schwarz- und Weiß-Spiele sind auch für Farbenblinde machbar, ne? Nicht unbedingt. Also schon einige Male auch in der Vollversion gespielt. Es hat so zu zweit ein bisschen was von Schach, nur anders. Rein vom strategischen Tiefgang, weil man muss eben doch immer abwägen, was kann der andere noch machen, was muss ich vielleicht selber machen, um dem anderen nicht die Möglichkeiten zu bieten, die er gerne hätte. Und deswegen immer wieder ein Zug abgezogen. Es war so knapp. Aber es hat gereicht. Das ist auch schon sehr alt. Ich glaube, ich habe es in den 90ern irgendwann mal geholt. Von 90ern. Als wir einen Tschechien-Urlaub gemacht haben, das sieht cool aus, Holzding. Oh, ja. Und es hat sich bis jetzt in meinem Schrank verweilt. Und Nils hat es damals von der Spiel mitgebracht. Und da hat es auch René ganz gut gefallen, der hinten sitzt und jetzt nickt. Und mir gefällt es extrem gut. Hier steht jetzt auch tatsächlich 2 oder 4 Spieler drauf. Ich glaube, die andere Variante steht drauf, dass man es mit 3 spielen kann. Geht mit 3. Wir haben es aber auch schon mit 3 probiert. Ich würde es tatsächlich nur zu 2 oder zu 4 spielen. Weil man muss im Prinzip seine Figur auf die andere Seite bringen. Und wenn man da niemanden hat, der einem entgegenkommt, dann wird es Wobei man sich ja schon die Dinger in den Weg stellt. Und dann, aber der Spieler hat es tendenziell tatsächlich leichter. Ja, seien die 2 spielen gegen ihn. Ja, ist cool. Ja. So wie Halma, nur anders, ne? Genau, wie Dame, nur anders. Zum Platz nicht? Oder wollen wir stehen lassen? Lass ruhig liegen, dann kann man ja sehen, was wir alles schön gespielt haben. Ja, wir sind natürlich auch irgendwann mal angekommen, da war das Abendessen schon aus und dann haben wir Tribes gespielt gleich mal. Tribes aus dem Kosmos Verlag, das neue Spiel vom letzten Jahr und wo es um den Aufbruch der Menschheit geht. Und da muss man sich dann immer sehr weit entwickeln, über 3 Stufen aus dem Altsteinzeit, in Neusteinzeit und dann in die alte Bronzezeit. Und wenn man dann da angekommen ist, dann stirbt man nicht, sondern dann hat man auch nicht direkt gewonnen, sondern da werden dann Vorteile freigeschaltet, die dann als Aktionen auch durch die Aktionsleiste durchrauschen. Und wenn dann 3 da durchgerauscht sind von der oberen Leiste, dann ist das Spiel vorbei und man muss Bärenzähne gesammelt haben auf dem Weg. Ja, das sind die Siegpunkte. Würde ich auch mal spielen. Bin noch nicht dazu gekommen. Ja, wir können nicht jeder immer alles spielen. Nee, das funktioniert leider nicht. Das ist unmöglich. Man muss dazu sagen, Dennis, Tom und ich haben gestern außer Corridor eigentlich alles zusammen gespielt. Da fehlt jetzt eigentlich bloß noch Ines. Und oder Jan, genau. Und Gwen. Richtig, genau. Wir haben die lauter wechselnde Besetzung gespielt, aber mit festem Kernteam. Moment, der Jan hat auch hier Tribes mitgespielt. Hat er uns abgezockt aber hier. Hat abgezockt. Wir haben uns, ich hab's richtig rum, aber der Rücken ist falsch. Da kommt jetzt wieder der innere Monk durch. Benni muss dir doch helfen. Dass du dich nicht so schlecht fühlst. Wir haben tatsächlich Menara gespielt und an dieser Stelle muss ich euch natürlich was einblenden. Ein kooperatives Bauspiel und wir hatten so extrem viel Spaß. So hat es ausgesehen. Nachdem es beim ersten Mal gescheitert ist durch, ich nenne es mal eine kleine Unachtsamkeit, eigentlich nicht, weil wir irgendwie jetzt zu blöd gewesen wären, haben wir im zweiten Durchlauf
extrem gut gebaut. Wir haben da, Gwen hat da noch einen Boden draufgelegt, wo wir eigentlich dachten, ein Teilchen auf eine Säule. Mhm. Und es hat geklappt und wir haben am Schluss noch versucht, Säulen wieder rauszuziehen. Hatten bestimmt 6-8 Säulen rausgezogen und es lag immer noch da oben drauf. Das war faszinierend. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ein super Geschicklichkeitsspiel und ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher, ob es letztes Jahr tatsächlich rechtzeitig schon vor dem Spiel des Jahres, vor der Nominierungsbekanntgabe rauskam oder ob es danach rauskam. Es ist von 2018 Frühjahr, aber ich weiß nicht mehr, ob es Nürnberg-Neuheit oder ob es danach kam. Ich glaube, es war eine Spielneuheit. Bin mir aber nicht. Dann wäre es nämlich fürs Spiel des Jahres 2019 raus. Leider. Ansonsten wäre es definitiv ein geeigneter Kandidat, gerade weil... Ich finde es halt toll, weil im Gegensatz zu anderen kooperativen Spielen, du fieberst mit jedem Mitspieler mit. Wenn ich jetzt quasi, was ich, Pandemic spiele und sag, ja, lauf doch mal dahin, dann läuft er dahin, okay, Zug vorbei. Aber hier, scheiße, schafft er das, wackel nicht. Ja, nicht an den Tisch kommen, nicht an den Tisch kommen, nicht an den Tisch kommen. Und, ja, genau. Ja, aber es hat auch dieses, wenn man zum Beispiel Man at Work oder ich glaube auch Meeple Circus mag, könnte einem Menara auch gefallen, weil das, was man da für sich selber hat an Höhepunkten, nenne ich es mal, hat man da für die Gruppe ständig. Ja. Und das macht es echt cool. Wobei du bei dem auch aufpassen musst, dass du nicht das Alpha-Leader-Problem hast. Weil dann doch so jeder so seinen Tipp reinbringt und dann, ich mach jetzt das, wäre es nicht besser, wenn du das machst, weil... Ja, aber es ist trotzdem dein Zug, den du durchführen musst. Richtig, ihr habt ja zu dritt drei Alpha-Lieder gespielt. Ja, genau. So insofern passt das. Das einzige Problem, was es haben kann, ist, dass dann Leute kommen können und sagen, ja, du hast schon wieder umgeworfen, jetzt fäng dich mal an, oder weißt du. Das wäre das Delta-Loser-Problem. So. Und dann zu dem folgenden Spiel sag ich dazu nur das. Wir waren sehr begeistert. Oho. Na? Schon erkannt? What do you? What do we meme? Ja, yeah, what do we meme dazu? Oh. Also ich muss sagen, ich bin wirklich, wirklich froh, wirklich sehr, sehr froh, dass ich das nicht mitgespielt habe. Also ich habe befürchtet, dass das bei rauskommt, was dabei rauskam. Hm. So fies das jetzt tatsächlich an dieser Stelle klingt. Ich habe schon die, wie heißt das, Game of Quotes gespielt vom Kosmos, dieses kleine Känguru-Chroniken-Spiel, wo man Zitate falsch zusortiert. Ja. Das 3-4 Runden gespielt, das ist was, wo ich sage, nach 3-4 Mal, nicht mal mit Alkohol kann ich mir das schön spielen. Und hier, es geht in die gleiche Richtung. Es hat einen speziellen Humor, den aber unsere ganze Gruppe, und wir waren zu fünft, nicht so wirklich getroffen hat. Also es ist so ähnlich wie Cards Against Humanity. Und Cards Against Humanity war anfangs, als es neu war, auch in, klar, sehr, sehr derber, spezieller Humor. Aber das war dann so erfrischend und so gedacht, wow, das ist witzig und die Kombination. Und das ist dann immer mehr, je mehr man das gespielt hat. Da warst du auch noch jünger. Ja, so ein bisschen jünger. So ein Jahr, nee. Ich weiß nicht, bei dem hat das gar nicht so richtig gezündet. Also ich hatte jetzt das dreimal gespielt. Bei der mittleren Gruppe, also beim zweiten Mal, war es, ja, ganz witzig, aber auch nicht so. Also wenn du ein paar Kombinationen hast, die richtig geil passen, lachst du dich schief. Aber oft hast du dann so... Nee, ja, spiele ich halt mal das. Und ja, mein Nachteil ist halt immer noch, oder nicht Nachteil, was ich bemängel, ist halt, dass auf Deutsch das auch nicht so zündet. Das ist sicher, ich weiß nicht, ich bin der englischen Sprache nicht mächtig, ich kenne es auch nicht in Englisch. Also es hat sich wohl über 2 Millionen Mal schon verkauft, deswegen kommt es ja jetzt auch auf Deutsch, das gibt es schon lange auf Englisch. Und ich erinnere mich tatsächlich an eine Unterhaltung mit Saad, der vor 3 Jahren schon meinte, oh, kennst du dieses Spiel mit den Memes? Hä, was? Oh, ich suchte das mal geschwind raus, zeigt mir es auf Amazon und ich dachte dann schon so, oh, okay. Und als es jetzt dieses Jahr uns auf der Spielwarenmesse bei Hook vorgestellt wurde, ja, ich glaube, ich weiß, warum sie da kein Logo drauf gedruckt haben. Zu riskant. Also. Ja. Sie meinen ja eigentlich das Thema, aber... Ich könnte mir vorstellen, in Russisch kommt das noch gut, ne? Dann bräuchten wir es nicht vorstellen. Ja, es war okay, aber brauchen. Ich weiß nicht, aber ich bin noch nicht so der Riesenfan von Cards Against Humanity. Ja. Aber das fand ich auch ein Ticken besser. Das fand ich auch ein bisschen ein Ticken besser. Ich glaube, das passt mit den Memes nicht so gut. Wenn du da, ich finde das mit den Sätzen oder dann irgendwas dranhängen, also, irgendwie besser. Ich glaube, das Problem sind teilweise, dass es tatsächlich, ich sag mal, amerikanische Bilder sind mit deutschen Texten.
Und das sind, du siehst bei manchen Bildern, merkst du einfach, das würdest du so jetzt im Deutschen vermutlich nirgends online finden. Habe ich so das Gefühl. Ja, das kann sein. So. Aber halt mal, hier muss ich mal eingreifen. Hier, die Angela Merkel muss leider aus dem Bild raus, weil ansonsten wird sie wegen den Upload-Filtern. Ja, die kommen dann schlagen dann zu. Richtig. Ich habe kein Copyright auf Angela Merkel. Also, stell es mal bitte dahinter. Ja. Sollen wir lieber den Herrn mit der Föhnwelle rausholen? Ja, genau. Okay, und dann hatten wir quasi den direkten Vergleich: Das Partyspiel für Todesmutige, der Bucket of Doom. Ja, B.O.D. Fangen wir da mal mit dem Schlechten an. Also das kann man sehr schlecht stapeln in unsere Kisten. Ja. Das ist das Einzige. Aber das andere kommt dann, ja, wir haben dann immer... Das hat Farbeimer-Feeling oder so, Kleister-Eimerchen oder sowas. Genau, jeder hat da so ein paar schöne Karten zur Verfügung, also ein paar schöne, Teile, die er mit sich schleift, und zwar eine Dose Insektenspray zum Beispiel, einen Nerzmantel, was haben wir da noch? Wir haben noch einen gigantischen Hämorrhoiden, das ist natürlich toll. Ja, genau. Und wir haben natürlich auch da war doch ein Blauwalhoden, ne? Dabei. Ja, genau. Der war auch dabei. Und dann müssen wir uns natürlich gegen irgendwelche Situationen wehren. Und dann gibt es halt hier diese Situation, wo wir in Lebensgefahr sind, zum Beispiel ein Asteroid in der Größe von Bielefeld fliegt mit 20.000 Kilometer pro Stunde auf dich zu. Genau. Wie kommst du jetzt aus dieser Situation raus? Und dann ziehe ich jetzt mal irgendwas und denke mir was Abstruses aus. Oh, super. Drehen wir mal rum. Oh ja, super. Das ist jetzt natürlich passend. Wir haben ja immerhin 6 Stück zur Auswahl. Ne? Mit der Dose Insektenspray sprühen wir den einfach wieder davon. Richtig, so in etwa. So. Oder ich hole meine magische Landkarte raus und weiß nach, Bielefeld gibt es gar nicht. Ja, genau. Deswegen kann es da so richtig nicht geben. Ja, genau. Das sieht ja auch da nichts. Und wir haben es mit einer Großgruppe gespielt, tatsächlich fast alle am Tisch gewesen. Und für mich persönlich. Ich glaube zu elf. Und es hat natürlich so ein schönes Hop-on-Hop-off-Spiel. Nach dem Motto: Wenn du keine Lust mehr hast, kannst du aufstehen, spielst du mal eine Frage nicht mit und kannst direkt wieder zustoßen. Es geht eigentlich nicht ums Gewinnen, sondern eigentlich um die schönen Geschichten drumherum. Ja. Und die waren sehr einfallsreich, vor allem bei Georg. waren ein paar sehr coole dabei. Ja. Und für mich die bessere Alternative zu What Do You Mean? Ja, definitiv. Ganz klar. Du produzierst dein eigenes Viagra und testest es. Ja. Hm. Vier Wochen später wirkt es immer noch. Also leucht mir eine Helene Fischer CD an. Sind wir uns tatsächlich deine Nummer? Ja, also wirklich Spaß. Das kann man immer schneller von da auspacken. Ja. Das ist und genügend Spaß. Varianz durch die Karten vorne und hinten bedruckt. Was ich tatsächlich auch obwohl ich bei 11 Leute war es wirklich, nach wie vielen Runden haben wir es gespielt? Keine Ahnung, nach 6 Runden oder waren alle Karten durch? Ja, aber wir hatten kannst du ja drehen. Ja, genau. Ja. Also, jo. Ja. Dann packen wir unsere Hämorrhoiden wieder ein hier. Genau, ne? Let it go, sofort. Let it go. Vielleicht haben wir da sogar einen kleinen Ausschnitt für euch, mal gucken, was ich da nachher reinbastel. Apropos basteln. Apropos basteln, wir haben auch was gebastelt. Wieso? Was hat das mit basteln zu tun? Aber keine Ahnung. Ist schon scheißegal. Nee, wir haben hier auch was gebastelt. Und zwar muss man ja hier zusammen seine Kartenauslage basteln, die man dann sich zusammenkauft bei Port Royal. Diesmal wieder in der Grundversion gespielt. Ich habe es nämlich nicht dabei, sondern jemand anders hat es dabei gehabt. Und der hat nur das Grundspiel. Du hast es dabei gehabt. Genau. Von euch haben das Grundspiel. Aber auch mal wieder schön, muss man sagen. Haben wir uns schön durchgespielt. Und... Ja, die Chang weiß jetzt mittlerweile, dass die Admiräle wirklich Vorteile bieten. Ne? Nächstes Mal wird sie die vielleicht auch kaufen. Dann, ne? Ein schönes Spiel immer wieder für zwischendurch. Ich sortiere mal die Schachteln richtig. Ja, super. Das kann man jetzt leider schlecht umdrehen, das Spiel. Ich habe es eigentlich so vorbereitet, dass man es direkt umdrehen kann. Mercado haben wir auch gespielt. Dabei ein schöner Backbilder, wo wir in dem Beutel unsere Materialien tun und da schön rausziehen. Das ist eigentlich gut. Komm, Backbuilding macht man da eigentlich nicht, ja, aber Back aus dem Back ziehen dabei, das macht man schon. Und dann darf man so sich seine Ressourcen hier entsprechend an einen Marktplatz da legen und sich die verschiedenen Siegpunkte erkaufen. Und immer wenn man da so ein Siegpunktteil erkauft hat,
dabei, dann kriegt derjenige, der am zweitmeisten da noch hat, von Zeug da liegen hat, an Ressourcen, der schon aufgespart hat dafür, der kriegt wenigstens als Trost ein Siegel. Alle anderen kriegen auch einfach nur ihre Ressourcen zurück. Die werden dann wieder in den Beutel gesteckt, damit die wieder gezogen werden kann. Man hat also als Trostpreis ein Siegel dabei, mit dem man dann zwei Ressourcen zusätzlich ziehen kann. War letztes Jahr bei der Spielewoche oder bei uns am Spielewochenende, als wir hier waren, eines der meistgespielten Spiele überhaupt auf dem Tisch. Okay. Tatsächlich. Ich glaube, das war in Summe bestimmt 6-7 Partien auf dem Tisch, mindestens in 4 Tagen. Dann muss es sehr gut sein. Es ist ein schönes Familienspiel. Es ist wirklich ein schönes Familienspiel. 30 Minuten, stimmt? Na, vielleicht. Ja, wir haben den Jan dabei gehabt. Also, wir haben den Jan. Wenn du die Jan 30 Minuten aufschlägst, dann sind 60, das passt dann. Ja, also, so, ich sag mal, realistischer Größenordnung ist bis zu 45, 50 Minuten. Okay, okay. Aber dafür hat er auch nicht gewonnen. Ich habe gewonnen. Meine Frau hat gewonnen, genau. Gut. Ja. Die mag es einfach aus dem Was das lustig ist, dass der Handdreher-Witz erst in 2 Wochen online geht und die noch gar nicht wissen, um was es geht. Ja gut, aber das kann man doch sehen, dass es hier schlecht sortiert ist. Also, deswegen Georg hat die Schachtel immer auf dem Kopf. Ne? Zurück in die Zukunft dann. Ja. Genau. Und bei uns stand gestern Abend nicht ein Pferd auf dem Flur, sondern ein Hund im Raum und ein Lama auf dem Tisch. Gwen jubelt schon hier im Hintergrund, weil es ist mein Spiel des Jahres, Anwärter. Also Gwen feiert das Spiel schon als Spiel des Jahres. Sie hat ja auch gewonnen, das zählt nicht. mit dabei hier ein paar Chips, Zahlenkarten von 1 bis 6 und ein Lama. Es ist wie Uno, nur noch einfacher und noch langweiliger. Habe ich das jetzt gesagt? Nein, aber gut, aber mit wenigen Karten dann ein Spiel des Jahres zu machen, das gehört auch was dazu. Ja, noch ist es nicht, aber es wird hoch gehandelt. Ich hoffe, dass es nicht mehr als auf die Empfehlungsliste reicht. Es ist kein schlechtes Spiel, das mal vorweg. Ja, zu zweit würde ich es nicht spielen wollen, zu dritt fand ich es grenzwertig, zu fünf gestern Abend schon mal besser. Ja, weil ist es gar nicht so schlecht. Es ist schneller durch. Man hat zwar doch, dass man mal einen Chip zurücklegt, aber so oft kommt es da nicht vor, es zieht sich das Spiel nicht unnötig in die Länge. Es war ganz angenehm, ich kann verstehen, dass es in der einen oder anderen Gruppe tatsächlich gut als Gateway-Game funktioniert oder halt auch wirklich durch die so simplen Regeln halt auch für jedermann gut zu spielen ist und jede Frau. Aber ich verstehe den Hype nicht, der drum gemacht wird. Wir hatten es gestern Abend ja auch davon. Ich finde, es hat einfach zu wenig, um Anmelder des Spiels des Jahres zu werden, weil die suchen ja irgendwie immer was Neues, auch so ein bisschen was Innovatives. Und wenn wir jetzt, keine Ahnung, wenn ich Azul angucke, Hanabi angucke mit rumgetretenen Karten und auch viele andere, Cold Express oder so weiter, finde ich, Lama ist einfach, ja, eine vielleicht verbesserte UNO-Variante, weil es ist vielleicht schneller durch. Man hat doch noch so ein bisschen die Entscheidung, ach, riskiere ich es jetzt oder gehe ich raus? Das hatte ich schon 2-3 Mal, wo ich dachte, will ich jetzt auf Risiko spielen oder nicht. Aber, das aber es ist für mich, es ist kein Spiel des Jahres. Wann hat man den Moment, dass man genau diese knifflige Entscheidung hat? Die hat man dann, wenn man zum Beispiel so wie Dennis 5-2 auf der Hand hat und eine 1. Ich kann gerade nicht legen. Ziehe ich jetzt oder gehe ich direkt raus? Ich gehe direkt raus. Aber es war der beste Moment, weil ihr habt schon doof geguckt, als ich dann als erster Tag alle 6 Karten gekriegt habe. Was ich ein paar Mal hatte, ich habe zum Beispiel schon noch hohe Karten auf der Hand gehabt, eine 5 und eine 6, aber es hatten nur noch 2 Spieler, glaube ich schon, nur noch 1 oder 2 Karten und es lag eine 1. Und wenn ich jetzt warte, bis es auf 5 oder 6 wieder hochgeht, oder ich jetzt diese 11 Minuspunkte schon nehme, weißt du, wenn ich jetzt eine Karte ziehe, kriege ich vielleicht noch eine 4 dazu oder sogar ein Lama. Bei mir war es in der einen Runde dafür so, ich hatte 2 Lamas, 2 Sechsen, eine 4 und eine 5. Die 5 konnte ich spielen, dann habe ich gezogen, zack, noch eine 6, weil ich nicht spielen konnte. Gezogen, zack, eine 3, oh, verdammt, da ging die Runde rum, ich konnte die 3 spielen, habe am Schluss die 20 Minuspunkte auch eingestrichen. Und das war so genau das, was ich bei dem Spiel schon mehrfach hatte. Ich gucke mir die Karten an und ich weiß, wird es überhaupt nichts oder könnte es was werden? Die 2 Sachen kannst du am Anfang schon mit den Karten abschätzen. Ja. Und das ist so ein bisschen das, wo ich sage, es ist zu wenig. Und jetzt seht ihr ja, wir haben viel so eher seichte oder nicht ganz so lange Spiele gespielt. Wollte doch was dazu sagen. Also das hat ja nur die Zahlen 1 bis 6 und dann noch ein Lama dabei. Und wir hatten ja schon mal was auf der Spiel des Jahresnummerierung. Das hat wenigstens 100 Nummern. Ne? Das ist Mind. Ja, richtig, genau. Mind was a game. Ne? Das war aber meiner Meinung nach ein kurzer Hype. Das heißt, du kannst diese Spiele... sind nur 6% der Karten. Ja, und als kurzen Absacker dann noch mal vor dem Schlafen Moment. Genau, habe ich gesagt, ich möchte jetzt noch ein gescheites Spiel spielen. Endlich! Wir lassen es mal reinfliegen. Flügelschlag. Ja, endlich.
Georg war nicht dabei, aber ansonsten Dennis, Tom und ich haben dann noch mit Jan zusammen Flügelschlag gespielt. Mhm. Eigentlich war es außer für Tom für jeden die erste Partie. Mhm. Hat der Jan die Zeit wieder verdoppelt hier? Von nein, nein. Also ich muss auch sagen, es war jetzt meine erste Viererpartie und ich habe die Downtime um einiges schlimmer eingeschätzt, als er zu viert war. Es war richtig angenehm, auf seinen Zug zu warten. Also es war kein Ticken oder es war jetzt nicht auch nur annähernd zu lang, finde ich. Ihr wart auch ganz selten mal, wo ich kurz gewartet habe, aber nicht, dass es nervig wurde oder so. Also es ist ein schönes, gut zugängliches Kennerspiel. Ich kann auch durchaus verstehen, warum viele sagen, das wird definitiv nominiert dieses Jahr. Mhm. Ist nachvollziehbar. Wir haben noch einige Kandidaten, die da in Frage kämen und die wir auch in der engeren Auswahlliste haben. Mhm. Hinter der Kamera stehen im großen Sammelsurium der Spielewoche. Aber Flügelschlag definitiv ein schönes Spiel, wo ich am Anfang aber so ein bisschen dachte, was machst du denn da? Und dann kommt man aber eigentlich so Runde für Runde besser rein. Und mir gefällt extrem gut, dass man jede Runde weniger Aktionen hat, weil dadurch werden die folgenden Runden eher kürzer statt länger. Und in vielen Kennerspielen und ich sag mal insgesamt gehobeneren Spielen hat man das Problem, dass jeder Zug länger dauert und nicht kürzer. Und hier ist es eher das Gegenteil und das gefällt mir deswegen ziemlich gut. Ist ja ähnlich bei The River dann, ne? Was wir auch noch dabei haben und was auch definitiv noch auf den Tisch kommen wird. Mhm. Aber Flügelschlag, ich würde sogar gerne mal in der Familie ausprobieren. Das ist, glaube ich, auch so. Mhm. Für mich ist es ein... für mich ist es nicht unbedingt ein Kennerspiel, aber Familienspiel plus vielleicht. Ja, ich habe auch darüber nachgedacht, ob das ein Kennerspiel, Familienspiel, aber ich finde schon, dass es sehr komplexe die Karten oder was heißt, die Mechanismen, wie du sagst, okay, man legt eine Karte oder man zieht eine oder irgendwas aus dem Futter, das ist nicht so schwer zu verstehen, aber damit dann was anzufangen. Ja. Also ich hatte auch Probleme, ich hatte meine Missionskarte mit 3 bis 5 Federn-Dinger, nee, das war jetzt diese Körner. Vögel und ich sage mir, wie mache ich das jetzt? Ne? Dort liegt was aus, hier liegt was aus. Gehe ich da drauf, gehe ich nicht da drauf? Also man muss das schon, ich glaube, man muss auch öfter spielen, um so die ganzen Mechaniken zu verstehen, zu wissen, was realistisch ist. Ja, die Diskussion mit dem Kennerspiel des Jahres kommt ja noch, ne, bei der Scheune. Ja, genau. Aber was ich eh sage, ist, die Kennerspiel, also beziehungsweise die Kennerspiel-Nominierung, das soll ja jetzt kein Kennerspiel sein, was schon Richtung Strategie-Expertenspiel geht, sondern eigentlich ist es ja für etwas, die etwas mehr wollen, wie ein Spiel des Jahres. Und genau das ist es. Ich finde, es fällt genau in diese Kategorie, etwas mehr, aber nicht zu viel. Ja, genau. Es ist so im unteren bis mittleren Segment des Kennerspiels, nicht im oberen Anschlag. Ein Spiel, was angegeben ist, Entschuldigung, mit 10 Jahre plus, also das ist das schon... Das zeigt genau das Kennerspiel. Ja. Die sind standardmäßig meistens ab 10 angegeben. Genau, genau. Und vor allem ein Kennerspiel, was besonders schlimm ist, das ist Isle of Skye, Kennerspiel des Jahres geworden und ab 8 Jahre spielbar. Das ist wirklich, ist eine andere Diskussion an der Stelle. Aber jetzt haben wir zwei Anwärter, die diskutiert werden für das Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres tatsächlich auf dem Tisch gehabt mit LAMA und mit Flügelschlag. Schreibt doch mal in die Kommentare, wie ihr das findet, was für euch nominierte Spiele oder Kandidaten für die Nominierungsliste sind. Und dann würde ich sagen wir für heute mal Tschüss aus... dem schönen Hexenstüble und sehen uns. Noch ein Tipp an Zukunfts-Dennis. Was? Ein Tipp an Zukunfts-Dennis, alles klar. Für die nächste Partie. Play better. Genau. Ich blende euch mal die Punktzahl noch ein zum Abschluss. Ich meinte an Kennerspiel. Achso. Weil da hat Zukunfts-Dennis so das mal so ein bisschen. Ach, Zukunfts-Dennis hat das noch nicht gespielt gehabt, richtig. Der hat erwähnt irgendwas. In diesem Sinne, euch viel Spaß beim Spielen. Wir sehen uns hoffentlich morgen zum nächsten Aufgetischt hier aus dem Schwarzwald. Ja. Und bis dahin sagen wir, macht's gut und tschüss. Bye, bye.